Kunststoffvideo Nummer 3. Ein Thema zur Begrünung der Erde. Und diesmal soll es um die gesundheitlichen Auswirkungen von Kunststoff auf uns selber gehen, auf unsere Gesundheit, auf die Gesundheit unserer Kinder, auf unsere Fortpflanzungsfähigkeit als Spezies. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde und heute ein Themen zur Begrünung der Erde bzw. zur Bedrohung, die unsere menschliche Spezies, unsere Zivilisation entgegensteht. Zur Bedrohung unserer menschlichen Zivilisation und unserer Spezies. Und das wird ein bisschen chemisch und da werden wir ein bisschen Kunststoffarten besprechen. Und das ist ja mein Versuch, ein bisschen drei zu teilen. Was sind die Probleme mit Kunststoff? Das erste war tatsächlich Kunststoff in der Umwelt. Wo kommt das her? Wo sind die Probleme davon? Wie kann man das wieder aus der Umwelt rauskriegen? Also spezifisch the great Plastic Garbage Patch im Pazifischen Ozean. Der große Pazifische Ozean Müllstrudel. Und die Verschmutzung von Kunststoff an den Stränden. Der zweite Punkt war, dass Kunststoff, in welcher Form Kunststoff vielleicht eine Lösung sein könnte, dass der biologisch abbaubar ist, der Kunststoff. Wie können wir das, was sind da die wesentlichen Faktoren für die biologische Abbaubarkeit von Kunststoff, für die biologische Abbaubarkeit von Kunststoff? Und der dritte Punkt, den wollen wir jetzt machen. Was ist eigentlich die Bedrohung für unsere eigene Gesundheit und Biologie, beziehungsweise was wären da vielleicht Lösungen für das Problem? Und da machen wir noch ein bisschen mal ganz allgemein Kunststoff. Was gibt es denn so für Kunststoffarten? Und die nach meiner Meinung sauberste Kunststoffart, die zurzeit auf dem Markt verfügbar ist und die auch recht günstig ist und die gegen alles Mögliche stabil ist, das ist Polyethylen. Daraus ist hier unser Eimer von der Toilette und auch unsere Triaterra Aktiv Flasche sind aus Polyethylen PE Kunststoff. Man findet auch HDPE, High Density, also hochdichten Polyethylen Kunststoff oder Low Density, also niedrigdichte Polyethylen Kunststoff. Aber das ist der wesentliche Punkt dabei. Und PE, Polyethylen, ist der wesentliche Punkt. Und was ist Ethylen? Da habe ich sogar eine kleine Sache aufgezeichnet. Polyethylen ist im Grunde Ethan verkettet. Ethan ist Methan, wissen wir, C, viermal Wasserstoff, CH4, Methan. Ethan, einer mehr, C, also Kohlenstoff. Und dann Wasserstoff, jeweils an jedem Kohlenstoffatom 3 und eine Bindung dazwischen, C2H6, Ethan. Und wenn das verkettet, wenn da an den Seiten das Wasserstoff weggenommen wird und die verketten sich untereinander und kreuz und quer, dann haben wir Ethen mit Doppelbindung in der Mitte, aber dann eben in der Verkettung Polyethylen. Also das ist der ganz einfache verkettete Ethan, so ähnlich auch wie Alkohol, Ethanol, da ist dann einfach noch eine OH-Gruppe am Ende. Okay, und so sieht das aus. Chemisch haben wir es hier, jawohl, C, da habe ich Doppelbindung, das ist entweder eine Doppelbindung oder wenn es eben verkettet ist, dann ist es eine Einfachbindung. Ethen wäre das hier drin. C, Wasserstoff und dann hier oben ein N verkettet. Ne? Man sieht links und rechts noch die Bindung. Also das, die Ketten davon, Polyethylen. Einfache Sache, simpel herzustellen und zwar mit aus Gas. Es wird aus Erdgas hergestellt. Methan überwiegend, ne? Was dann unter bestimmten Drucken und Temperaturen und Katalysatoren wird das zu diesem Ethen bzw. Ethan und dann eben zu dieser Verkettung geführt, unter bestimmten Drücken und Temperaturen und Katalysatoren.
Das heißt, dass es wird direkt aus Gas hergestellt, ist eine ganz relativ saubere und direkte Angelegenheit und da gibt es auch eigentlich keine Beimengung. HDP Natur, also dieser PE Naturstoff, da ist nichts drin. Da muss man nichts reinmachen. So wie es ist, ist es gut. Es ist extrem stabil gegenüber Säuren und Basen und Lösungsmitteln. Da kann man alles drin lagern. Das Greif wird nicht angegriffen. Und auch EM ist ja sauer, greift das nicht an. Und so oder so ist nichts drin, was man rauslösen könnte. Das Schlimmste, was man rauslösen könnte, wäre Ethan oder Ethen. Und das ist leicht biologisch abbaubar, beziehungsweise ist relativ ungefährlich. Aber das ist eben auch fest verkettet. Das heißt, es kommt ja im Normalfall gar nicht frei. So. Das ist Polyethylen und das ist meiner Meinung nach eine der jetzt schon eine der Hauptkunststoffarten auf der Welt. Und wenn wir da noch ein bisschen gucken, dass wir das wirklich perfekt sauber herstellen, dass wir da keine schlechten Zusätze reinmachen, dann ist Polyethylen zum Beispiel in Form dieses HDPE Natur, ist es eigentlich der sauberste Kunststoff und ein sogar günstiger Kunststoff. So ähnlich ist dann Polypropylen. Ach übrigens, Polyethylen, daraus sind auch Kunststofftüten, Teichfolien, daraus, ja, also fast alles kann man aus Polyethylen herstellen. Folien, auch diese Stretchfolien oder diese Küchenfolien, die man hat, das ist typischerweise auch Polyethylen. Und Polyethylen ist sogar von Mikroorganismen und von Organismen essbar. Es hat sich mal herausgestellt, dass Wachsmotten sich aus einer Polyethylentüte rausfressen. Hat man mal geguckt, Wachsmotten können Polyethylen verstoffwechseln. Ne? Dann haben sie die Möglichkeit, das zu zerkleinern und dann entsprechend im Darm verstoffwechseln. Wachsmotten sind die, die den Bienenwachs bei den Bienen in den Bienenvölkern gerne angreifen und sich davon ernähren. Und also schon so ähnlicher Stoff, der jetzt schwer zu verdauen ist. Und offensichtlich haben die Wachsmotten eine Mikrobiologie im Darm, die ihnen das ermöglicht, das zu verdauen. Okay, also auch das ist nicht prinzipiell nicht abbaubar. Es wird abbaubar vor allen Dingen dann, wenn man Angriffspunkte für die Mikrobiologie lässt. Wenn man das so ein bisschen mischt, vielleicht mit Zuckern oder mit Milchsäure oder mit anderen Sachen, die dann Angriffspunkte für Mikroorganismen lassen oder Kalkstein, dass sich auflöst, dass dann Angriffspunkte für Mikroorganismen da sind, dass sich das dann abbauen kann. Polyethylen, das ist der Hauptkunststoff auf der Welt. Polypropylen ist fast das gleiche, nur dass es nicht zwei Kohlenstoffatome sind, sondern drei. Da ist die Verkettung noch ein bisschen einfacher. Polypropylen, daraus sind zum Beispiel unsere 5-Liter-Eimer. Wir haben so 5-Liter-Eimer, wo wir Triaterra-Streu und Zeolit und alles Mögliche drin haben. Das ist Polypropylen. Noch ein bisschen andere Eigenschaften. So, dann haben wir Polyvinylchlorid, das ist wirklich ein, der ist richtig böse. Also PVC, Polyvinylchlorid, sieht im Grunde wiederum fast genauso aus wie unser Polyethylen, aber hat hier oben ein Chloratom statt ein Wasserstoffatom. Ansonsten ist es identisch, ein Chloratom. Und mit Chlor muss man immer aufpassen. Also Chlor und organische Verbindung, chlororganische Verbindung, da kann man Pestizide draus machen, die wunderbarsten Gifte da, wenn das verbrennt, dann entstehen da Chlorverbindungen. Also das ist Dioxine und sonst was. Das ist immer eine gefährliche Sache, Chlor und organische Verbindungen zusammenzubringen. Es ist billig, weil es spart ein bisschen Öl ein. Okay, aber PVC ist auch nicht wirklich ein guter Kunststoff. Also der ist nicht hier so schön formbar und an sich schon weich, sondern PVC ist eigentlich nur gebrauchbar, wenn man den mit viel, viel, viel Weichmacher mischt. Und der wird nicht chemisch gebunden und so, sondern man mischt den richtig. Man mischt zwei Chemikalien, einen Weichmacher, der auch mit der Zeit ausgast, und PVC. Weichmacher ist dann sowas wie BPA, wie Phthalate. Also es sind Substanzen, die ausgasen können, die den Kunststoff in der Mischung weicher machen. Und das Witzige ist, deswegen gibt es auch Folien von PVC und Bodenbelege mit PVC und PVC-Flaschen.
Die sind dann alle mit Weichmacher drin. Das Problem ist, 10 bis 50% vom Gewichtsanteil Weichmacher. Das Problem ist, das Zeug gast aus. Und es ist so gebaut, dass es ausgast. Also das muss ausgasen, das geht gar nicht richtig anders. Und wenn das nach 5, 10, 20 Jahren komplett ausgegast ist, dann merkt man, up, zack, jetzt zerbricht mein Linoleum, mein Bodenbelag hier oder meine Teichfolie wird total brüchig. Nicht nur bei PE. PE hält das Jahrhunderte aus quasi. Also wird nicht einfach brüchig, weil Weichmacher ausgegast, aber PVC wird nach einer Weile brüchig, weil der Weichmacher ausgegast ist. Und wo geht der Weichmacher hin? In die Umwelt. Und da wird es ganz spannend. Also PVC wird ja also für alles Mögliche verwendet, aber eine der Hauptanwendungen meines Wissens ist Baustoffe. Also Bodenbelege, Vorhänge, Duschvorhänge zum Beispiel oder eben Linoleum oder sowas. Kunststoffparkett und was weiß ich. Also da gibt's Teppiche, ganz großes Thema. Da gibt's also im Haus sozusagen an vielen Stellen verbauen wir gerne PVC-haltige Materialien, weil es billig ist. Und das Problem ist, damit die eben schön weich und ne, der schöne Teppich und Linoleum und was weiß ich, die Teichfolie, damit das eben weich und verarbeitbar ist. Auch Ummantelung, Kabel und so zum Beispiel. Damit das weich ist, müssen da Weichmacher drin sein und die gasen aus, über Jahrzehnte gasen die aus. Und das sind Mengen. 10 bis 50% vom Gewicht in diesen PVC sind Weichmacher. Und diese Weichmacher, ganz viele davon, wirken auf den menschlichen Körper, wirken hormonähnlich wie Geschlechtshormone, ganz typischerweise Östrogen, Endokrin Disruptoren. Also die wirken störend auf den Hormonhaushalt, indem sie ähnlich wirken wie Hormone im menschlichen Körper oder auch im tierischen Körper oder in anderen Körpern. Sprich, sie wirken auch schon in sehr kleinen Mengen. Und dadurch, dass sie ständig wirken und überall hinkommen, so, ist ein Problem. Und interessant ist, dass Weichmacher so ubiquitär, so extrem verteilt sind in der Umwelt. Nicht nur, dass wir uns das selber in die Wohnung holen, ins Kinderzimmer mit dem schönen weichen Teppich und das dann über Jahre einatmen und unsere Kinder und uns selber damit vergiften, sondern auch, dass Weichmacher tatsächlich so weit in der Umwelt verbreitet sind, dass der Kölner Dom angegriffen wird von Pilzen, die Weichmacher fressen. Also der Kölner Dom, Sandstein, hat Pilzbefall drin, der den Sandstein angreift und zerbröselt. Und da haben die Wissenschaftler sich gefragt, wo kommt das her? Was ist der Pilz eigentlich? Weil nur von Sandstein kann er ja nicht leben. Und da stellte sich raus, der verstoffwechselt unter anderem Weichmacher, die über die Luft, über den Regen auf diesen Kölner Dom, auf den Stein einprasseln. Dort nehmen die den auf, veratmen den. Im Zusammenhang mit dem Sandstein lösen dabei die Sandsteinverbindung auf, weil sie da Mineralien draus kriegen und haben dementsprechend machen sie diese Schäden am Kölner Dom. Erstens interessant, die sind abbaubar, biologisch. Zweitens interessant, die sind überall. Die sind in Mengen überall, in der Luft, in dem Wasser, das wir atmen, indem wir schwimmen, indem wir baden. Sei denn, man hat einen Wasserfilter oder unser Wasser kommt ja üblicherweise aus Grundwasser, manchmal Uferfiltrat. Je nachdem ist dann da auch etwas Kontamination drin. Aber in dem Oberflächenwasser findet man es auf jeden Fall. So, das heißt, einer der Hauptkontaminationswege für uns, für unsere Gesundheit, ist nicht so sehr über die Nahrung oder über das, was wir trinken, sondern tatsächlich über das, was wir atmen, was wir über die Haut aufnehmen. Das, was einfach so in unserer Umgebung ist, ganz viel eben Möbel, Baustoffe, Teppiche, Folien, Vorhänge, Matratzen und Couchen und dergleichen. Okay, gut, was haben wir noch für Kunststoffe? Polystyrol. Polystyrol, da wird es auch schon wieder ein bisschen kritisch. Ein aromatischer Kohlenwasserstoff. Aromatisch heißt, der hat diesen Ring dabei. Diesen aromatischen Ring. Hier, das ist das, was hier zu sehen ist. Also immer
Da, wo nichts dran steht, ist Kohlenstoff an den Ecken und immer mit Wasserstoff gesättigt. Da, wo zwei Striche sind, ist Doppelbindung. Also das hier ist ein aromatischer Ring. Kohlenstoff, 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 Kohlenstoff. Doppelbindung hier, Doppelbindung hier, Doppelbindung hier. Das ist aber eigentlich so eine verteilte Doppelbindung, deswegen dieser aromatische Ring. Und dann haben wir hier ein CH2 als Schwanz. Das ist Styrol und davon werden 50 Millionen Tonnen im Jahr hergestellt, im weltweit. 50 Millionen Tonnen im Jahr und der wird und die werden überwiegend zu Polysterol verarbeitet. Und Polysterol, wenn er aufgeschäumt ist, dann kennen wir das, dieser ganz leichte Dämmstoff oder Verpackungsstoff, in dem die Fernseher und Drucker und kommen und in das als Dämmstoff an die Hauswände geklebt wird. Das ist Polysterol, aufgeschäumter Kunststoff. Das gibt es allerdings auch nicht aufgeschäumt und dann ist das sehr hart und glasartig und kann man sogar für Linsen und alles Mögliche nehmen. Das Styrol könnte durchaus hormonwirksam sein. Also Styrol, wenn man das in größeren Mengen aufnimmt, auf jeden Fall in der Produktion, hat das Einfluss auf Spermienqualität und auf Fruchtbarkeit der Frauen. Es ist also zu vermuten, dass wenn das regelmäßig in gewissen Mengen in die Umwelt kommt, dass es auch da seine Wirkung hat, wenn das Polystyrol eben zerfällt wieder zu Styrol. Polystyrol deswegen, weil es ist Poly, es ist viele, es ist verkettet. Ne? Immer diese Verkettung, Ketten, 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 das macht diesen Kunststoff Polystyrol. Und interessant noch, Polystyrol kann gefressen werden von Mehlwürmern. Unter anderem, nicht ganz pur, aber ein relativ hoher Anteil in der Nahrung, Polystyrol, futtern die Mehlwürmer und bauen sie komplett ab, verdauen sie mit Mikroorganismen in ihrem Darm zu CO2 und Wasser. Also Polystyrol ist ein ganz, ist tendenziell, speziell als aufgeschäumtes Polystyrol, relativ gut biologisch abbaubar. Also zum einen zerfällt es schnell unter Licht und Luft, zum anderen ist es tatsächlich ein Stück weit, also wenn man die richtigen Organismen hat, durchaus biologisch angreifbar. Okay. Eine wichtige Frage noch wäre noch Polyethylen, Phthalat, PET. PET, das sind diese ganzen Mineralwasser, Colaflaschen, Bierflaschen zum Teil im Supermarkt. PET-Flaschen. Das ist wieder Polyethylen, hatten wir am Anfang, der ganz einfache und eigentlich saubere Kunststoff, aber hier zusammen mit Phthalat. Und das ist nicht ganz so simpel. Können Sie sich ja nochmal angucken, chemisch genau. Phthalat ist aber auch ein Weichmacher und auch hormonwirksam. Also Phthalate als Weichmacher gemischt im Kunststoff sind sie richtig problematisch und gasen aus und machen diese hormonwirksamen Wirkungen. In Form von Polyethylenphthalat sind die zwar direkt chemisch verbunden und damit jetzt nicht so mobil, dass sie jetzt sofort rausgehen, aber wenn der Kunststoff zerfällt, wenn man die Kunststoffflasche vielleicht ein bisschen in der Sonne gelassen hat, wenn die mechanisch angegriffen wird, wenn die höhere Temperatur bekommt und da vielleicht zerfällt, dann kann sich dieses Phthalat auch wieder aus dem Kunststoff lösen und wird hormonwirksam. Also nur, wenn alles glatt läuft, kriegt man davon relativ wenig. Sobald er irgendwie ein bisschen eine ungewöhnliche Belastung bekommt mit Sonne, mit vielleicht Chemikalien, mit Temperatur, mit mechanischer Belastung, dann werden wir dieses Phthalat aufnehmen. Also ich bin nicht so ein Fan davon, Polyethylenphthalat, PET-Flaschen zu verwenden, weil eben da eigentlich eine Kontamination im bestimmten Umfang nicht zu vermeiden ist. Wird passieren. Okay, PET. Das sind also die Kunststoffarten und Polyethylen, Polypropylen, die ganz einfachen. Das sind eigentlich die Kunststoffe der Zukunft bzw. Kombinationen davon. Okay, was sind denn die gesundheitlichen Gefahren von Kunststoffen? Und also jetzt von tatsächlich Chemikalien, die da ausdünsten. Und da kann man eine besorgniserregende Entwicklung in westlichen Industrieländern herstellen, kann man erkennen. Und das ist ähnlich jetzt dann in den jetzt aufstrebenden Industrieländern in Asien und Südamerika und so weiter, haben wir eigentlich den gleichen Prozess, der jetzt in Gang kommt, beziehungsweise in Gang ist. Und zwar gibt es die Beobachtung von 1973
bis 2011, also mehr oder weniger in den letzten 40 Jahren, hat sich die Spermienqualität der Männer extrem verschlechtert, also wirklich erstaunlich schnell und massiv verschlechtert. Und zwar Spermienanzahl pro Milliliter Ejakulat, beziehungsweise pro Ejakulat überhaupt, um 59,3% gesunken. Also über die Hälfte, fast 60% in dieser Zeit ist die Spermienanzahl bei den Männern gesunken pro Ejakulat. Und noch über 50% auch pro Milliliter. Also sprich, eigentlich eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, wo die Alarmglocken läuten sollen. Verflucht nochmal, was ist hier los? Die Fruchtbarkeit der Männer nimmt offensichtlich extrem ab. 40 Jahre, wenn das noch 50 Jahre so weitergeht, ist die Hälfte der Bevölkerung, der männlichen Bevölkerung, unfruchtbar, so ungefähr. Der europäische Durchschnitt bei den Spermien liegt bei 47 Millionen Spermien pro Milliliter. Unter 39 Millionen, also da sind wir nicht mehr so weit von entfernt, das ist der Durchschnitt, 47 Millionen, unter 39 Millionen spricht man von ernsthaften Fruchtbarkeitsproblemen, dass man eben nicht mehr so schnell Schwangerschaft auslösen kann. Unter 20 Millionen wird es katastrophal. Aber unter 39 Millionen haben wir schon verminderte Fruchtbarkeit, wo man dann deutlich länger braucht, um Schwangerschaften auszulösen. Der BUND sagt, bis 40% der Männer in westlichen Industriegesellschaften haben eine solcher Form verminderte Spermienqualität, Spermienzahl, die eigentlich eine schnelle Schwangerschaft, eine normale, typische Fruchtbarkeit nicht mehr ermöglicht. Was nicht heißt, dass die müssen dann halt zwei- oder dreimal probieren vielleicht, ne? Okay, noch nicht das Riesenproblem. Aber wenn es dann richtig krass wird, dann sind es vielleicht inzwischen schon 10% Tendenz schnell steigend der Männer, die nicht mehr in der Lage sind, nicht mehr die Fruchtbarkeit haben, um Frauen schwanger zu bekommen. Und das ist heute der Fall. Jedes Jahr sinkt die Spermienanzahl um 1,4 bis 1,6%, Tendenz fortlaufend. Und das heißt, wir können sagen, wenn das nochmal 30 Jahre passiert, dann haben wir aber richtig Probleme, dann sind schon die Hälfte der Männer in Bereichen, wo die nicht mehr zeugungsfähig sind im Prinzip. Okay, und das können ja auch viele Paare berichten. Auf meinem persönlichen Umfeld kenne ich es jetzt nicht so sehr, aber wenn man sich ansieht, wie groß der Markt der Fruchtbarkeitsindustrie ist, der Fertilitätskliniken, künstliche Befruchtung, der Untersuchungen dazu, dann ahnt man schon, speziell ältere Paare haben dann ganz oft Probleme, dann noch ein Kind zu zeugen. Und wollen es aber doch ganz, ganz dringend. Ist also jedes einzelne Paarschicksal eigentlich eine Katastrophe und für die Gesellschaft als Ganzes eine Katastrophe, weil da fehlen dann einfach 10-20% Kinder von Menschen, die gerne welche hätten, die aber nicht ohne weiteres zeugen können. Okay, das ist heute schon der Fall, sozusagen. Wenn sich das fortschreibt, dann gehen wir hier in eine Richtung, die speziesgefährdend ist. Die so weit gehen kann, dass wir tatsächlich einen Zusammenbruch der Generationenfolge kriegen, weil nicht mehr genug fruchtbare Männer da sind. Das betrifft Frauen auch. Das war jetzt die männliche Seite, kann man ja sagen, egal, wenn wir noch 10% Männer haben, die dann die Befruchtung leisten können, das würde ja im Prinzip reichen. Aber das betrifft die Frauen am Ende. Erstmal zerstört das natürlich die Paarbeziehung, wenn man das nicht hinkriegt mit den Kindern. Und auf der anderen Seite sind die Frauen aber auch betroffen. Nämlich die überall in der Umwelt vorhandenen hormonähnlichen Substanzen führen bei Frauen zu, oder ist eine Vermutung, warum das passiert, wir haben vermehrte Frühgeburten, wir haben geringere Geburtsgewichte, wir haben Verhaltensstörungen bei Kindern, die man auch auf Hormone eventuell zurückführen kann, wir haben bei männlichen Babys vor allen Dingen mehr Missbildungen bei den Genitalien, Hodenhochstand. Wir haben Verhaltensstörungen bei Kindern, habe ich schon gesagt, ADHD und andere. Wenn man da mit Lehrern spricht, die schon ein paar Jahrzehnte dabei sind, dann sagen die, seit 10 Jahren ist es im Grunde die Hälfte der Klasse psychotisch. Das war früher
scheinbar nicht so. Dann haben wir eine Sache, die man auch sehr schön messen kann und nachweisen kann. Die Pubertät der Mädchen wird früher. Junge Mädchen kommen 1-2 Jahre früher in die Pubertät, weiter Tendenz steigend, fallend, als vor 50 Jahren, als in der Vergangenheit. Erstmal ist die Frage, was macht das mit den jungen Mädchen? Ist das vielleicht nicht noch eine etwas zu frühe sexuelle Entwicklung, Reifung, die da vielleicht mit der persönlichen Reife nicht Hand in Hand geht? Und dann ist es ein sehr deutliches Hinweis dafür, dass hier etwas grundsätzlich verändert ist. Und die hormonähnlichen Substanzen, wie die Weichmacher, BPA, Phthalate und andere, sind da ein ganz großer Verdacht, dass die damit zu tun haben. Die sind überall, die sind ständig in unserem Blut. Man kann sie überall ständig in unserem Blut, in unserer Umwelt, in der Luft nachweisen. Und sie ist auf jeden Fall eine der Wirkungswege, wird das auf jeden Fall sein. Es gibt aber noch mehr. Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Zu kohlenhydratreiche Nahrung, Soja, bestimmte Bohnen und so weiter, enthalten estrogenhaltige ähnliche Substanzen. Es gibt bestimmte Kosmetika, Shampoos, die Unmengen, wo dann Chemikalien drin sind, die östrogenähnlich wirken. Sprich, die Kunststoffhormone sind nicht der einzige Punkt. Aber die Kunststoffhormone sind ein Punkt, den man nicht entgehen kann, weil er über Wasser und Luft und Haut eigentlich jeden Menschen betrifft. Okay, das ist also das Problem, dem gesundheitlichen Problem, dem wir uns da gegenübersehen. Man kann das auch im Tierreich ein Stück weit verfolgen, vor allen Dingen bei Weichtieren, Schnecken, Muscheln, aber auch bei Fischen, bestimmten Kröten, Fröschen, haben wir eine Verweiblichung. Wir sehen das in Flüssen, wir sehen das in Seen, zum Teil im Ozean, dass wir bestimmte Populationen haben, die sich stärker verweiblichen, sprich normalerweise haben die irgendwie 50-50% Prozent männlich-weibliche Anteile und mit der Kontamination mit diesen Chemikalien in den Flüssen, in den Seen, haben wir plötzlich 80% weibliche Anteile, haben wir Zwitterwesen, die weiblich und männlich sind. Also da kann man an bestimmten sensiblen Arten kann man erkennen, dass da was passiert. Das scheint diese Arten jetzt noch nicht im Wesentlichen in ihrer Existenz zu gefährden. Aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich krasser Eingriff in die natürlichen Abläufe da mit diesen Hormonen. Und der Mensch ist, wie gesagt, nicht davon ausgenommen. Wir reagieren offensichtlich auf diese estrogenartigen Substanzen, endokrinen Disruptoren, und reagieren darauf unter anderem auch mit psychischen Problemen, die ja auch eng mit dem Hormon zusammenhängen. Achso, was ich noch vergessen hatte, war Krebs. Hormonbedingte Krebsarten, Brustkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs, das sind die Krebsarten, die aber ganz stramm auf dem Vormarsch sind, wo ganz viele Menschen einmal im Leben mit Problemen bekommen. Okay, wir haben ja die Kunststoffarten schon ein Stück weit besprochen. Und der Punkt wäre, was wäre denn jetzt die Lösung für dieses Problem? Und die Lösung würde lauten, heute haben wir es so gemacht, aus Lebensmitteln sind bestimmte Stoffe verboten, aus Babyspielzeug sind bestimmte Stoffe verboten, aber das reicht offensichtlich nicht aus. Also wir müssen im Grunde es hinkriegen, dass wir eine Positivliste, dass wir sagen können, dieser Kunststoff, PE-Kunststoff, Polypropylen-Kunststoff, ohne Zusätze, der ist sauber, da können wir ein Siegel drauf machen, jawohl, da ist nichts drin. Und dann lass uns doch mal gucken, ob wir nicht auf PVC, auf Polystyrol, auf PET nicht vollständig verzichten können, wenn wir nur Kunststoffe bzw. Kunststoffmischungen, Chemikalien verwenden, die definitiv nicht diese hormonähnlichen Wirkungen entfalten. Das heißt, das ist eine schwierige Sache, das ist jetzt nicht so einfach. Also für Sie persönlich heißt das natürlich, vermeiden Sie PVC, Möbel, Kunststoffe, Vorhänge, Teppiche,
in ihrer Umgebung, in ihrem Haus, als Dämmstoffe, als Möbel, als Container für Nahrungsmittel, aber auch nur als Duschvorhang oder als Stuhl, vermeiden sie diese Kunststoffe. Okay, da können sie ein Stück weit was tun. Aber sie können dem nicht völlig entkommen, wenn die Pilze im Kölner Dom, am Kölner Dom damit in Kontakt kommen, die haben auch keine Plastikcontainer gekauft und sind trotzdem in Kontakt mit diesen Weichmachern. Das heißt, sie werden dem nicht völlig entkommen. Das heißt, wir müssen es eigentlich schaffen, dass wir diese Stoffe aus der Produktion nehmen. Und da brauchen wir jetzt die richtigen Ingenieure, die Chemiker, die Biologen, die im Grunde wahrscheinlich angefangen bei einer ganz engen Positivliste mit wenigen Substanzen, die man, wo man Stempel drauf machen kann, sagen, okay, Polyethylen, Polypropylen ist in Ordnung. Vielleicht noch zwei, drei andere Chemikalien. Vielleicht noch dann so Zusätze wie Milchsäure, wie Polyzucker, wie Kalkstein, wie Keramik, Gesteinsmehl und so weiter, dass man da bestimmte Zusätze findet in Kunststoff, die dann die Eigenschaften herstellen, die man braucht. Und dass ansonsten wir über kurz oder lang, sprich über kurz, innerhalb weniger Jahre dazu kommen, die anderen Kunststoffe wie PVC und stark mit Weichmachern beaufschlagte Kunststoffe, Polystyrol, dass wir die Stück für Stück nicht mehr verwenden, nicht mehr für Möbel, nicht mehr für Innenräume, nicht mehr für Dämmstoffe. Das ist eine gewaltige Änderung im Wirtschaftssystem. Wir haben heute weltweit hunderttausende Firmen, die wiederum mit hunderttausenden Chemikalien und Mischungen arbeiten, um Kunststoffe günstig und für bestimmte Anwendungen herzustellen. Und die Herausforderung ist tatsächlich, diese Firmen dazu zu bekommen, überwiegend oder ausschließlich saubere Kunststoffe herzustellen. Ich bin gar nicht sicher, ob unser Staat dazu in der Lage ist. Die Europäische Union, Deutschland haben sich da durchaus Anfänge damit gemacht. In der Europäischen Union gab es diese REACH-Verordnung, diese Chemikalienverordnung, dass alle Chemikalien auf den Prüfstand gestellt werden. Aber da war dann wieder so viel Lobby dabei und dann saßen die Vertreter der Industrie dabei und Politiker und Korruption und Filz. Existiert einfach kaum noch wie soll man sagen, ein ehrliche Beamtenmentalität, ehrliche Politiker, die ihrem Volk, ihren Menschen verpflichtet sind und nicht ihrer persönlichen Tasche und ihrem persönlichen Netzwerk und ihrem Fortkommen, die dieses Problem erkennen, umsetzen auf diesen Ebenen, wie der Politik, wie in Europa, wie im Staat. Sicherlich eine Möglichkeit dort anzufangen ist ein Forschungsprojekt, wo man definitiv bestimmte Stoffe auf eine Positivliste setzen kann und sagen kann, jawohl, Polyethylen ist gut, Polypropylen ist gut, vielleicht noch andere Stoffe sind gut, die sollte man verwenden, versuchen Sie als Kunststoffunternehmen nur noch die zu verwenden, vielleicht kann man dann auch ein Siegel geben, man sagt Stempel drauf, jawohl, diese Produkte enthalten ausschließlich reine Kunststoffe ohne hormonwirksame Bestandteile und das müsste dann so eine Marktmacht und Gewalt entwickeln, dass es tatsächlich alle Kunststofffirmen erfasst. Weil ab einem bestimmten Punkt lohnt es sich auch nicht mehr, dreckigen Kunststoff herzustellen, wenn man den billigen Kunststoff, wenn man den guten und sauberen Kunststoff billig bekommt. Wie gesagt, Polyethylen ist eigentlich der günstigste Kunststoff, der auf dem Markt ist. Man müsste nur gucken, dass man den für alle Anwendungen geeignet macht und dass man eben giftige Kunststoffe wie eventuell Polyethylen, Phthalat, PET, PVC auf jeden Fall, dass man die ausschleicht und immer schwieriger macht für Firmen damit umzugehen. Wie man das genau macht, regulatorisch ist mir nicht ganz klar. Private Initiative, staatliche Initiative. Der Staat hat es schon versucht in bestimmten Punkten und wird einfach von Lobbyinteressen und Korruption und Netzwerken ausgeschaltet. Vielleicht braucht man da ein paar Initiative von sauberen Kunststoffunternehmen, die das anführen und dass man dann irgendwann sagt, Mensch, nach 5 Jahren, wow, es gibt hier so günstigen und guten und sauberen Kunststoff, warum soll ich denn noch den dreckigen kaufen?
Und dann hätte man so einen Kipppunkt erreicht, wo die dreckigen Kunststoffe dann komplett aus der Umwelt und aus unserer persönlichen Umwelt, für unsere eigene gesundheitliche Belastung verschwinden. Okay, das war der dritte Teil meiner Kunststoffreihe. Ich denke, ich werde es in drei Teile schneiden. Und die Lösung habe ich so ungefähr skizziert. Wir haben definitiv ein Problem mit Kunststoff. Kunststoff ist ein genialer Stoff, auf den wir nicht verzichten können. Der wird gebraucht auf der Welt und ersetzt wahnsinnig teurere Alternativen. Wir brauchen und sollen Kunststoff weiterhin nutzen, aber den richtigen Kunststoff, den sauberen Kunststoff. Und wenn wir ihn benutzt haben, soll er an der richtigen Stelle landen, entweder in der energetischen Verwertung, Verbrennung letztendlich, dass man ihn dort nicht irgendwie deponiert oder in den Ozean schmeißt. Und auf der anderen Seite sollen wir gucken, dass wir Kunststoffe verwenden, die eben nicht ohne Ende giftige Chemikalien beinhalten, ausstoßen mit der Zeit, sodass wir da unsere komplette Umwelt und selber und auch Tiere und Pflanzen damit gefährden. Schwieriges Thema. Ich hoffe, ich konnte es halbwegs rund rüberbringen. Wir werden das sicherlich nochmal hier und da ansprechen. Wenn Sie dazu Ideen haben, wenn die dazu Fakten haben, die da besser zu passen, als also die da noch genauer oder meine, da vielleicht einige Fehler von mir korrigieren oder Quellen haben, die da Lösungen aufzeigen. Lassen Sie es uns wissen. Kommentare. Ja, herzlichen Dank. Bis nächste Woche.